Hi Leute und willkommen zu dem heutigen Video. In dem heutigen Video werde ich etwas machen, was ich noch gar nicht mal in Betracht gezogen habe, aber doch als sehr, sehr cool empfinde. Und zwar werden wir uns heute die Pokédex-Einträge von Pokémon Ultra Sonne vornehmen und die Reihe für Reihe durchgehen und dann werde ich Ihnen dementsprechend reagieren bzw. euch sagen, welchen ich am besten finde bisher. Ich würde sagen, bevor wir weiter drum rumlabern, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie dieses Format heißen soll, denn ich habe noch keinen Namen. Ihr könnt mir also einen Namen für dieses Format nennen und das wird dann spätestens irgendwann in der Überschrift stehen. Aber ich glaube, vorher steht erstmal skurrile Pokédex-Einträge oder sonstiges. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der Nummer 1 in Alola. Bautz. Er schleudert messerscharfe Federn auf seine Gegner, aber auch seine Tritte sind nicht zu unterschätzen, denn es hat sehr kräftige Beine. Bautz hat kräftige Beine? Also versteht mich nicht falsch, ich mag Bautz, ich liebe Bautz, aber... Wo hat dieses Ding denn bitte Beine? Ich hoffe, ihr wisst den Unterschied zwischen einem Fuß und einem Bein. Ein Fuß ist das, was es unten hat. Und ein Bein ist das, was normalerweise über dem Fuß ist. Das... Wo? Arboretos. Es gibt sich affektiert und legt großen Wert auf Sauberkeit. Wenn man es nicht ordentlich pflegt, widersetzt es sich manchmal sogar Befehlen. Okay. Arboretos ist also ein Pokémon, was es sehr, sehr sauber mag. Ich würde sagen, Arboretos. Komm her und saug meine Bude! Nicht? Silvaro. Es legt seine Federpfeile an, um sie auf die Gegner zu schießen. Muss ein Schuss sitzen, zieht es zur Konzentration an einer seiner Kopfranken. Okay, den neuen Sniper-Film wird ab sofort der gute Silvaro übernehmen, würde ich sagen. Also... Das ist schon Killer, das ist schon Killer. Flamiau. Gegenüber Menschen, die zu aufdringlich sind, verschließt es sich. Übermäßiger Körperkontakt ist für Flamiau selbst bei guten Freunden tabu. Diese Katze ist eine Katze, die geliebt werden will, aber nicht mit zu viel Liebe überschüttet werden will. Mizunda. Zutrauliche Mizunda schmiegen sich sogar an ihren Trainer an. Sie sind so stark, dass dieser dabei am ganzen Körper Kratzwunden erleidet. Moment. Erst wird gesagt, yo, die schmiegen sich an einem an, so wie eine süße Katze das halt macht, ne, an einem Trainer oder so. Und dann hat er Kratzwunden am Körper. An alle Katzenliebhaber hier im Video, ist das wirklich so bei Katzen? Sind die wirklich so gemeint? Ich meine, ich habe einen Hund. Fraktion Hund, Hashtag Hund. Fuegro. Es ist wild und egoistisch, aber Schwächere anzugreifen findet es langweilig und abstoßend. Nur gegen Stärkere kommt es richtig in Fahrt. Da nenne ich mal einen vernünftigen Kämpfer, wisst ihr? Das ist keiner, der auf die Schwachen raufgeht. Nein, der sucht sich die Gegner. Und selbst wenn er gegen die Gegner verliert, weil die zu stark für ihn sind, rappelt es sich wieder auf. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wer genauso ist wie diese Katze? Sorry, kleiner Fanboy. Robal. Dank seines täglichen Trainings gelingt es ihm, mit seiner Nase immer größere Blasen zu erzeugen. Oh, wie putzig. Das Ding ist richtig cute. Also ich mag Robal ja sehr, sehr gerne. Ist ein super cutes Pokémon. Und da kann ich nicht großartig böse was zu sagen. Haben sie gut gemacht. Ist cute. Marikek. Sieht es einen Tanz, den es noch nicht kennt, wird es ganz aufgeregt. Dann übt es fleißig, bis es ihn gemeistert hat. Cha 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 cha. Ich hoffe einfach mal, dass das der Last Ketchup Song war. Ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Entschuldigung, wenn ich ihn verkackt habe. Primarene. Für Primarene ist jeder Kampf wie eine Aufführung. Es erlegt seine Beute mit Hilfe von anmutigen Gesang und Tanzschritten. Es erlegt seine Beute? Können wir es mal kurz festhalten. Bei Pokémon. Ne, bei Pokémon. Da ist es doch normalerweise so, dass man die Gegner besiegt. Hier wird gesagt, es erlegt seine Beute. Okay. In einem Kampf. Das heißt, es schläfert die Beute ein mit Hilfe seiner K.O.-Tropfen-Gesangkünste
und dann mit einer monströsen Tanzschritte erlegt dieses Pokémon den Gegner. Und es hat nicht mal Beine. Pepek, es pickt mit seiner robusten Schnabel auf Bäume ein. An seinem Pickrhythmus lassen sich seine Laune und sein Befinden ablesen. Okay, das ist ziemlich ausschlaggebend, würde ich sagen. Also wenn es ganz normal gegen den Baum peckt, so. Es ist wohl glücklich. Und wenn es dann den Hardstyler macht und total ausrastet am Baum, dann scheint es wohl sehr aggressiv zu sein. Oder Metal zu hören, wer weiß. Trompek, indem es seine Schnabelspitze verformt, kann es mehr als 100 verschiedene Rufe ausstößen. Wow, das ist mir neu. Ich meine, Trompek, ne, klingt so ein bisschen wie Trompete, dies, das. Aber dass der wirklich so viel Pokémon imitieren kann, ich meine, ist ja nicht so, dass die damaligen Pokémon-Geräusche nur irgendwie von, ich weiß nicht, lass mich kurz googeln. Okay, wenn die Quelle hier richtig sein sollte, die ich gefunden habe, gibt es in Generation 1, das heißt in Pokémon Rot, Gelb und Blau, eigentlich nur 37 verschiedene Pokémon-Schreie. Aufgeteilt auf 151 Pokémon. Jetzt fragt euch sicherlich so, what? Aber hier mal eine kleine Hilfe dabei. Und Trompek kann 100! Ich bin gespannt, wie das werden wird. Tukanon. Sie kommunizieren miteinander, indem sie ihre Schnäbel gegeneinander schlagen. Stärke und Anzahl der Schläge übermitteln ihre Gefühle. Endlich Pokémon, die ihre Gefühle endlich ausdrücken. Es war ziemlich schmerzvoll, aber immerhin drücken sie ihre Gefühle aus. Mangulior. Sein Magen füllt beinahe das gesamte Innere seines länglichen Körpers aus. Die bei diesem Vielfraß anfallenden Futterkosten sind enorm. Okay, also ist bei diesem Pokémon wohl nicht das gewünschte, damit er so vital bleibt, wie er ist, gibt es Zähne, sondern eher da die XXL-Packung, weil dieses Ding ist wohl sehr, sehr hungrig. Und mit diesen Zähnen würde ich dem Pokémon auch alles geben, was es mag. Manguspector. Dieses Pokémon lebte ursprünglich nicht in Alola und wurde vor langer Zeit eingeführt, als es eine Überpopulation von Radfratz in der Region gab. What the fuck? Also ich dachte ja wirklich schon, ne, dass das so ein bisschen Trump angesiedelt ist, das Ding. Aber selbst der Pokédex-Eintrag sagt so, yo, hier ist der Republikaner. Oh mein Gott, was ein Wort. Also, als Trump, der Kriegst nicht hin. Als Trump. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dammit! Auf jeden Fall, Trump mochte keine Mexikaner und die Mexikaner stellen die Radfratz dar. Ich meine, guckt euch Radfratz an. Und guckt euch jetzt Trump an. Wer das letztes Jahr mitbekommen hat, das Ganze hin und her, sollte wissen, worauf das anspielen sollte. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal von der ersten Episode von Pokédex. Weiß ich noch nicht. Ich weiß absolut nicht, wie dieses Format heißen soll. Wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, dann könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einfach mal ein Like geben solltet oder beziehungsweise einfach mal könntet, weil dann kann ich sehen, so, yo, euch gefällt das und ich könnte das öfter bringen. Naja, ich probiere ein bisschen was aus der Zeit. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, dann zeigt es mir einfach. Ihr könnt auch, wie gesagt, gerne den Namen hochwurmen, falls ihr einen coolen Namen sehen solltet, in den Kommentaren. Vielleicht werde ich bis dahin auch schon einen Namen gefunden haben und ihn dort selber eingetragen haben oder eine Überschrift, also unten. Heißt es dann eigentlich Unterschrift? Ich weiß es nicht, aber okay, Leute. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal und...